Wenn Sie auch so eine Geschichte kennen, bei der Steuergeld ohne Sinn und Verstand ausgegeben wurde, dann schreiben Sie uns. hammer@zdf.de oder ZDF Länderspiegel 55100 Mainz. Sie treffen sich nachts mitten in der Stadt. Sobald die Ampel auf grün springt, geben Sie Vollgas. Je höher die Tachonadel, desto höher der Adrenalinkick. Die PS-Protzer an ihrem tiefer gelegten, aufgemotzten Schlitten verwechseln Straße mit Rennstrecke, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Anwohner sind zunehmend entsetzt und entnervt. Denn die getunten lauten Motoren bringen sie um den Schlaf. In Dortmund geht die Polizei jetzt massiv gegen die Szene vor. Jochen Schulze berichtet. Dortmund, Samstagnachmittag. Auf dem Dienstplan der Beamten steht eine Sonderkontrolle gegen Raser und Tuner. Im gesamten Stadtgebiet halten Beamte und Einsatzleiter Michael Harder Ausschau nach Fahrern mit auffällig umgebauten Fahrzeugen. An diesem Auto wurde das Fahrwerk verändert. Bei der Kontrolle stellt Harder fest, dass der Wagen viel zu tief liegt. Die Vorderreifen schleifen beim Einschlagen bereits an der Karosserie. Durch diesen Kontakt des Reifens mit dem Radinnenkasten auf beiden Seiten ist das Fahrzeug verkehrsgefährdend. Der Fahrer wird eine Anzeige und einen Bußgeldbescheid erhalten. Auf die Straße darf der Wagen erst wieder, wenn er verkehrssicher ist und die Reifen nicht mehr am Radkasten schleifen. Sie haben jetzt gleich die Möglichkeit, hier auf den Parkplatz zu fahren und da dann selbstständig das Fahrwerk dann mit eigenen Mitteln dann wieder hochzuschrauben, dass Sie dann wieder auf diesen erforderlichen 310 mm sind und dann könnten Sie die Fahrt fortsetzen. Und genau das wird der junge Fahrer jetzt tun. Für viele ist es ein Kinderspiel, ihre Autos optisch aufzumotzen und technisch zu verändern. Da sind veränderte Auspuffanlagen, da sind einfach auch nur beklebte Rückleuchten, was nicht so ohne weiteres sein darf. Das sind technische Veränderungen im Motorraum, wo die Luftfilter verändert sind und und. Das kann ja auch ganz schnell mal gefährlich werden. Das wird immer dann gefährlich, wenn es tatsächlich auf die Fahreigenschaften des Fahrzeuges sich auswirkt. Über Geschmack lässt sich streiten, über Verkehrssicherheit nicht. Deshalb kontrolliert die Dortmunder Polizei die umgebauten Autos der Tuning-Szene heute ganz gezielt. Dieser Wagen wurde gestoppt, weil er auffällig laut unterwegs ist. Kommissar Weise überprüft den Auspuff. Der Fahrer behauptet, er habe das Auto in diesem Zustand gekauft. Die Polizei glaubt das nicht. Kein Kommentar. Die Beamten untersuchen das Auto genau. Besonders interessiert sie die im Fahrzeugschein eingetragene Lautstärke, denn das Auto klingt lauter. Kommissar Weise weiß auch warum. Da sind im vorderen Bereich eben aufgefallen diverse Schweißstellen und der Mittelschalldämpfer fehlt und der Cut, so wie es aussieht, auch. Sportlicher Klang statt Schadstoff und Lärmschutz. Der Wagen darf so nicht wieder auf die Straße. Die Fahrt geht jetzt zum Gutachter. Das kann jetzt teuer werden. Oh ja, da muss ich wohl durch. Mit Polizeieskorte geht es ans andere Ende der Stadt zur Begutachtung. Inzwischen ist es kurz vor 22 Uhr. Auf dem Dortmunder Wall zeigen junge Fahrer gerne, was sie und ihre Autos drauf haben. Anwohner beschweren sich fast täglich über Lärm. Tempoverstöße wurden allein in diesem Jahr hier bereits festgestellt. Dieser Fahrer ist mit 68 gemessen worden. Erlaubt ist hier am Dortmunder Wall Tempo 50. Guten Abend, Hadermann von der Polizei in Dortmund. Ihren Führer vom Fahrzeug schon nicht gerne. Angehalten haben Sie, weil Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben. Am Steuer ein junger Mann. Dass er zu schnell gefahren ist, glaubt er nicht und will das Messergebnis sehen. Das geeichte Lasermessgerät hat die gefahrene Geschwindigkeit gerichtsverwertbar gespeichert. Das überzeugt. Er akzeptiert ein Bußgeld. Seinen Tempoverstoß sieht der junge Fahrer jedoch eher sportlich. Ja, kann mal passieren. Möglich ist ja alles. Heutzutage fährt ja jeder mal ein bisschen schneller. Ist das so? Ja klar, Jugendliche in unserem Alter. Solche Fahrer versucht die Polizei zu stoppen. Also wir wollen einfach verhindern, dass Unbeteiligte und Fußgänger oder Fahrzeugführer gefährdet bzw. geschädigt werden. Kommissar Fajardo kontrolliert bereits ein anderes Fahrzeug. Getunte Autos kennt der Beamte gut, genau wie die häufigsten Ausreden der Fahrer. Wusste ich nicht, habe ich so gekauft und... Das stimmt sogar. Was denn? Welche?
Haben Sie so gekauft. Auch dieses Auto ist tiefer gelegt worden. Kommissar Noske kontrolliert und misst nach. Ergebnis? Die kleine Veränderung am Fahrzeug hat eine große Wirkung. Auch bei diesem Wagen schleifen bereits die Vorderräder gefährlich an den Kotflügeln. Ja, es kann passieren, dass Teile des Innenkotflügels runtergerissen werden, nachfolgenden Verkehr gefährden. Es kann passieren, dass der Reifen thermisch aufbereitet wird und auseinanderfällt. Verschiedene Varianten, die denkbar sind. Auch in diesem Fall wird die Weiterfahrt verboten und der Besitzer zum Gutachter eskortiert. Kommissar Dreistumak kontrolliert das nächste aufgemotzte Fahrzeug. Okay, was mir in der Anfahrt schon aufgefallen ist, Sie haben 82 dB im Fahrzeugschein eingetragen. Ich habe den zumindest so gekauft, mit allem drum und dran. Und es ist auch alles soweit eingetragen. Wären alle Veränderungen in den Papieren eingetragen, wäre alles in Ordnung. Kommissar Dreistumak kommt allerdings zu einem anderen Ergebnis. Da ist eine Sonderabgasanlage verbaut. Hat er, soweit ich das jetzt hier sehen kann aus den Papieren, keine Eintragung für. Eine Messung soll Klarheit bringen, ob die Auspuffanlage so in Ordnung ist. Der Kommissar misst knapp 94 Dezibel. Laut Fahrzeugschein darf der Wagen jedoch nur 82 Dezibel laut sein. Hier haben wir jetzt aber eigentlich schon eine Messung belegt, dass das Fahrzeug lauter geworden ist. Und dann ist irgendwas mit der Anlage nicht in Ordnung. Deshalb kommt auch dieser Wagen jetzt mit Polizeibegleitung zu einem Sachverständigen. 13 Mal bestätigen Gutachter später technische Mängel. Drei weitere Autos werden sogar sichergestellt. Das Ergebnis nur einer einzigen Kontrollschicht in Dortmund. Okay. Ordentlich.